Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Yannick, der Dylan steht heute hinter der Kamera und bringt die schönen Bilder. Wir wollen euch heute ein Fazit von der DJI Mavic Mini bringen. Ich habe die Drohne bereits jetzt seit ungefähr 6 Monaten. Das ist die erste Drohne, die ich bis jetzt hatte. Vorher hatte ich noch gar keine Erfahrung mit Drohnen gemacht und will euch jetzt mal so ein bisschen darlegen, was so die positiven Sachen sind, die ich so erlebt habe und die negativen Sachen. Und will ich einfach mal erzählen, wie so die letzten Monate mit der Drohne waren. Ja, also wir wollen erstmal mit den positiven Sachen starten. Also was ich wirklich sehr, sehr positiv an der Drohne war, dass die Bedienung sehr, sehr einfach ist. Also ich hatte vorher, wie gesagt, noch nie eine Drohne gehabt und konnte mich sehr leicht da eingewöhnen konnte mich sehr leicht und schnell mit der Fernbedienung und mit dem Controller und der Bedienung des Controllers anfreunden und habe es dadurch auch echt sehr schnell geschafft, gute Aufnahmen zu liefern, gute Videos zu machen, um die Drohne einfach gut unter Kontrolle zu bekommen. Also ich habe so ein paar Wochen einfach gebraucht, um reinzukommen, aber das ging echt super schnell. Das war erstmal der positive Punkt, was wir direkt dazu sagen können. Anfangs als negativer Punkt hatte ich einmal, als ich die Drohne neu gestartet habe und in den Schwebemodus übergegangen bin, dass die Drohne ein bisschen ein Eigenleben entwickelt hat und selbstständig, ohne dass ich eine Steuerung übernommen habe, gegen Stein geflogen ist. Und dann hatte ich direkt schon meinen ersten Schaden quasi an der Drohne. Aber da muss ich direkt als positiven Punkt hinterher sagen, DJI hat wirklich einen super Support. Ich hatte die Drohne eingeschickt, hatte mit denen ein bisschen geschrieben, dass ich zu dem Zeitpunkt selber nicht die Steuerung übernommen hatte. Hatte deswegen auch gar kein Problem. Ich hatte das Care Plus Paket bei der Drohne beigekauft. Also würde ich diese Drohne jetzt innerhalb von dem ersten Jahr zweimal kaputt machen, würde ich ohne dass Fragen gestellt werden, würde ich direkt eine neue Drohne bekommen. Und dieser Unfall ist noch nicht mal mit in diese 2 Male aufgenommen worden. Also der Support von DJI ist an dieser Stelle wirklich super. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten auch schon mit hatte, ist, wenn ich in Gegenden geflogen bin, wo mehrere Bäume einfach in der Umgebung waren. Sobald ich hinter einen Baum gekommen bin, bricht das Signal ein bisschen ab. Man muss da natürlich bei bedenken, wir haben jetzt die Verbindung zwischen der Drohne und dem Controller ist wirklich nur ein Wi-Fi-Signal. Deswegen, da muss man auch natürlich beachten, das ist jetzt nicht das Stärkste. Aber sobald das Feld offen ist, war auch gar kein Problem, auch richtig weit zu fliegen. Da muss man natürlich immer wieder auch bedenken, in Deutschland sind die Gesetze sowieso nur so, dass man nur in Sichtweite fliegen kann. Also das ist wirklich mit der Drohne gar kein Problem. Das Signal ist immer super da. Ich kann immer auf dem Handy super verfolgen und wirklich mit sehr kurzer Verzögerung immer sehen, was die Drohne gerade macht. Und hatte deswegen bei der Steuerung auch wirklich gar keine Probleme bis jetzt. Dann, was sehr, sehr positiv ist, also die Drohne macht für die Größe und für das Gewicht von 249 Gramm gerade mal wirklich richtig super gute Fotos. Also ich habe noch keine Drohne gesehen, die in dieser Gewichtsklasse waren, die so gute Videos und Fotos wirklich liefern konnte, auch richtig stabil. Wir haben einige Fotos, die wir euch hier mal einblenden können und Videos. Das ist halt wirklich super. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten ab und zu schon mit habe, ist die Farbabgleiche in der Drohne. Man kann die zwar festsetzen, ab und zu habe ich aber trotzdem immer noch das Gefühl, dass die so ein bisschen schwanken. Wir haben ja einmal ein Video, da war ich beispielsweise im Urlaub oben auf einer Bergspitze und habe die Drohne einmal rumkreisen lassen. Und wenn man auf die Steine achtet, da kann man wirklich sehen, dass sich die Farbe von den Steinen, je nachdem wie das Licht gerade eingefallen ist, ein bisschen verändert. Aber wer weiß, vielleicht kommen irgendwann noch Updates von DJI, was das dann verbessern wird. Aber sonst ist die Video- und Fotoqualität wirklich super und ich hatte gar kein Problem damit. Konnte immer tolle Aufnahmen machen und jedem, die ich die Aufnahmen dann gezeigt habe, sei es Fotos, Videos, die waren immer to top begeistert direkt, sodass die immer wissen wollten, wo sie sich die Drohne kaufen können, wie teuer die Drohne ist. Und sobald ich den Preis gesagt habe, waren die auch direkt begeistert. Also preis-leistungsmäßig findet man da wirklich nichts Besseres. Und einige von meinen Bekannten, die haben sich die Drohne dann angeguckt und auch sogar direkt gekauft. Also man kann schon sehen, die begeistert auch viele andere Leute direkt. Was ich gut fand, ihr habt ja gerade eben das Video von dem Berg gesehen, sind die Quickshots. Man kann wirklich sich auf dem Handy markieren und die Drohne hält einen immer super im Mittelpunkt.
Man kann verschiedene Quickshots durchführen. Hier mit der Bergspitze war beispielsweise einmal kreisen um mich drumherum oder dass die Drohne wegfliegt und sobald die diesen Quickshot auch fertig gemacht hat, kommt sie automatisch wieder zurück. Also ihr müsst wirklich kein Steuer übernehmen. Das ist für Anfänger halt wirklich optimal. Also ihr könnt wirklich super viel damit machen. Ja, was ich weiterhin noch sehr positiv von der Drohne fand, war wirklich einfach die Stabilität. Man kann wirklich die Qualität von DJI merken, wie stabil diese Drohne einfach ohne Probleme in der Luft steht. Also da hat man auch wirklich überhaupt gar keine Angst, die auch mal weiter wegfliegen zu lassen. Oder auch mal kurz, wenn man nicht die ganze Zeit hinsieht, dass die Drohne nicht von dem Wind erwischt wird. Also im Wind ist sie auch sehr stabil. Mit den gerade mal 249 Gramm ist das wirklich sehr erstaunlich. Also da kann man einfach die Qualität von DJI sehen. Und aus diesem Grund kann ich einfach sagen, also ich bin nach den 6 Monaten wirklich super zufrieden, habe kaum irgendwie negative Punkte dabei gefunden und kann euch die Drohne auf jeden Fall für Anfänger vor allen Dingen super empfehlen. Die ist sehr kompakt, man kann sie einfach mal in den Rucksack stecken, wenn man irgendwie wandern geht, überall mit hinnehmen, super Aufnahmen machen, also von mir wirklich eine Weiterempfehlung. Ja, und jetzt zum Abschluss wollen wir euch noch ein paar Aufnahmen zeigen, die ich so im Urlaub und meiner Freizeit allgemein so gemacht habe, damit ihr euch mal ein bisschen von der Qualität auch selbst überzeugen könnt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß dabei. Ja, also wir hoffen, euch hat das Fazit gefallen und auch die Aufnahmen, die wir euch gerade gezeigt haben. Abonniert gerne unseren Kanal, wir würden uns darüber freuen, auch über ein Like. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen auch für neue Videos, lasst gerne auch Kommentare da und uns würde es sehr freuen, wenn ihr auch mal bei unserem gleichnamigen Instagram-Account vorbeischaut. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Das war Dylan und Yannick mit DJI View. Bis zum nächsten Mal.